das Phonektor Layout Template, das ihr mit eurem Labelpaket bekommt, erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit und was total Tolles, weil es halt ein bisschen aufräumt. Bei den vielen hunderten Phonektor-Veröffentlichungen, die alle unterschiedlich aussehen, gibt es dem Ganzen so einen kleinen, ja, so einen, ja, einen optischen, grafischen Rahmen. Viele Grafiker oder Musiker sagen, wollen wir nicht, wir machen das anders. Die stellen dann halt beispielsweise nur das Logo dar. Habe ich davon jetzt mal gerade was hier, wo ich so spontan improvisiere. Hier von Fuck Polak, vom Polkageist. Die haben es halt ganz klassisch gemacht, sieht man das. Also halt einfach nur den Barcode und dann halt Phonektor genannt und die Katalognummer daneben geschrieben. Doch die meisten, wie gesagt, nutzen das Labelpaket, das Layout-Template, was ziemlich cool ist. Und man sieht, also der Barcode, der ist halt leider, damit er lesbar ist, muss das schwarz auf weiß sein, also dunkel, dunkel auf weiß oder dunkel auf einfarbig. Es gibt die Möglichkeit, den Code dunkel auf hell, wie in diesem Beispiel, abzudrucken. Das ist kritisch. Ab diesem Farb, je geringer der Kontrast, desto kritischer, desto schwerer wird der Code lesbar oder desto unlesbarer wird der Code. Hier in dem Fall müsste man es mal testen. Und zwar vielleicht nicht mit einem Cellphone, mit einem Handy, Mobiltelefon, sondern halt mit einem wirklichen Scanner aus dem Handel. Deswegen prinzipiell sei gesagt, wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, schwarz auf weiß, dann tut das. Und hier kommen wir halt mit dem nächsten Beispiel schon zur, sage ich mal, zum Layout-Template 2.0, was total genial ist, weil viele Grafiker, also eine Idee, die ich eh auch hatte, weil mir dieser Klotz, das Standardrechteck nicht so gefällt, das Ganze in einem länglichen Streifen darzustellen. Und mehrere Grafiker haben das jetzt schon gemacht, was total genial ist, wie ich finde, weil es halt grafisch auch was hermacht. Und ja, vielleicht sogar schicker ist. Und trotzdem ergibt es immer noch einen Wiedererkennungswert. Deswegen würde ich sagen, weiter so. Bleibt dabei. Es ist toll, dass ihr alle mitmacht. Es ist wunderbar. Auch toll, dass ihr diese, sag ich mal, dass das Labelpaket jetzt nicht mehr kostenlos, sondern zu einem Preis eurer Wahl herausgegeben wird, dass ihr da alle mitmacht und mitunter halt anruft und fragt, Lukas, was soll ich denn da eintragen? Oder halt einfach sagt, ist mir 120 Euro wert? Oder dann kommen Leute sagen, ist mir 20 Euro wert? Ist halt vielleicht eine Phase des Übergangs, vielleicht bleibt es so und wir lösen uns wirklich von einem Fixpreis hier. Schauen wir mal, Precio, Preis kommt ja von präzise. Schauen wir mal. Vielleicht lösen wir das Wort einfach ein bisschen auf oder lockern es. Deswegen, nischt. Schöne Grüße. Tschüss.